Das Stadion für Fortnite, das kennt ihr alle, legendär beim WM-Start eröffnet worden. Was zugleich meiner Meinung nach ein sehr schreckliches Stadion ist. Diesbezüglich bin ich der festen Überzeugung, dass wir das Stadion definitiv umbauen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das nehme ich jetzt auch selbst in die Hand, weil ich bin der Meinung, Epic Games hat da tatsächlich einen Fehler gemacht und ja, wie immer dürfen wir das ausbaden. Ja, ich lasse jetzt die Tribüne auf jeden Fall dran. Ne? Das sieht nämlich meiner Meinung nach ganz schön stabil aus. Aber das Stadion muss definitiv erneuert werden und deswegen würde ich einmal starten. Ich habe schon soweit ein bisschen vorgebaut. Ja, was wollen wir hier mit Essen? Ganz im Ernst, sowas gibt es unten. Das ist für mich kein Stadion. Ja, das kann auf jeden Fall dranbleiben. Ich baue hier jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Und dann ist das Stadion auch schon bald spielberechtigt. Die WM, was die ist dieses Jahr so langweilig, dass ich mir selbst meine eigene WM mache. Und ich der Meinung bin, dass die WM bald auch hier übertragen werden kann. Mit diesem schönen Stadion. Wofür ich mir wirklich sehr viel Mühe geben werde. Damit die FIFA da auch mal ein bisschen agieren kann. Ich, wie gesagt, ich vergrößere die Tribünen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir hier. Ja, hier sind zu viele Durchgänge. Hier sind einfach zu viele Durchgänge. Ich glaube aber, ich bin zu weit. Weil diese Treppe, die ist sinnlos. Wenn man es hierher baut, die Treppe ist sinnlos. Ich mache das noch anders. Damit ich da auch. Ja. Jetzt macht es auf jeden Fall definitiv einen besseren Eindruck als vorhin. Hier, die Zuschauer müssen ja auch was sehen können und deswegen mache ich die Mauer hier natürlich weg. Die Treppenzufuhr ist da, am Stüssel ist sie, aber wen interessiert, mich interessiert nicht. Ich weiß nicht, VIP-Bereich haben wir ja drüben und überdachen werde ich das auch. Ich habe schon jetzt mein drittes Stadion hier gebaut und ja, einmal eine Basketball Area. Auch da bin ich einmal kurz live gegangen, um euch zu zeigen, was mein Bauwerk so ja, was ich so gerissen habe, ne? Aber das macht ja gar nichts, das macht ja gar nichts. Ich finde, das macht auf jeden Fall mega Laune, hier alles wegzureißen, was man mit wegreißen kann. Pal lasse ich natürlich dran wegen der Tribüne, das sieht natürlich auch ganz gut aus. Tribüne, so, das Schöne ist, ich habe genügend Material, wirklich genügend. Und die Tribünen werden auch von außen noch dicht gemacht. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Das dauert zwar sehr lange, länger als gedacht, aber das ist egal. Ich glaube, ich fange erstmal an, hier alles abzureißen, bevor ich jetzt hier weiterbaue. Weil immer wieder am Stüttel kleben. Wie sieht's da aus? Ja, das ist ein Pfahl. Das muss eine schöne Kiste, aber die interessiert mich heute gar nicht. Weil ich ja auch keine Gegner mehr habe. Ganz entspannt. Nachher werde ich mit einem Kumpel von mir ein Spiel machen. Wir bauen uns ein Stadion. Und dann werden wir zusammen gemeinsam ein Spiel machen. Das machen wir auch während des Modus. Währenddessen, wo wir spielen. Hat den Vorteil, dass wir da ein bisschen Zeit runterkriegen. Und gerade dann, wenn man leveln muss, weil man die letzte Stufe des Battle Passes noch nicht erreicht hat, macht es auf jeden Fall Sinn. Ich für meinen Teil habe schon alles erreicht im Bereich Battle Pass. Und ich kann euch sozusagen ein
Ein Jumppad habe ich auch. Das ist ganz gut. Falls ich mir irgendwo nicht reinkomme, dann kann ich da auch ein Jumppad nutzen. Also da finde ich auf jeden Fall berechtigt, dass ich hier eine Baumaßnahme durchführe, weil ich das Stadion persönlich nicht so feier wie die ich das haben. So, Tribünen sind auf jeden Fall ab. Ja, ganz klar, Baumaterial hier am Stissel. Die stören so ein paar Einzelheiten. Hier ist zum Beispiel Baum. Was ist das? Erste Kammer hier oder was? Nein, den lassen wir drinnen. Auf jeden Fall lassen wir den drinnen. Bin ich der Meinung, weil da hat man auf jeden Fall. Aber ich muss die Träger abmachen, weil sonst dauert das Stunden. Ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit, um eben die Bühne so weit fertig zu bauen. Seht ihr, die Tragfähigkeit ist da. Macht gar nichts. Ich hau einfach jetzt die Wände weg. Damit ich ein bisschen schneller bin. Und da über Blau baue ich dann hier noch die Tribüne. Auf magische Art. Darauf hab ich ja gar keinen Bock mehr. Leute, ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, wenn das Stadion fertig ist, ob es mir gelungen ist oder nicht. Da hängt es jetzt noch fest. Scheiße. Okay.
So. Mr. Zwerg war auch da. So. Ich würde sagen, das habe ich schon mal ganz gut hinbekommen. Jetzt kriegt das Stadion halt diesen Riss, den ich haben will. Ne? Dafür bleibt mir auch noch eine halbe Stunde Zeit. Das ist auf ganz entspannt. Treppengerüst ist komplett überbewertet. So, okay. So. Was meint ihr? Wie viel rein soll ich machen? Also ich würde sagen, ich baue einen Fußballtempel. Das soll die längste Stehgerade sein, die es in der Geschichte Fortnite geben wird. Seht ihr, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, okay, hier würde ich einmal eine gerade Linie ziehen, weil ich der Meinung bin, dass das Quatsch ist, wenn ich da jetzt hier irgendwie hinter Tribünen baue, weil die kommen ja hier wieder hin, beziehungsweise nein, die kommen da hin. Hier kommt auch noch die Tribüne, kommt jetzt hier hin. Jeden Fall, und ich werde das gleich einmal über. Das kann ich ja gleich machen. So, ich bin jetzt einmal rum und habe soweit all das, was ich haben wollte. Jetzt kommen wir zu über den Dachen. Hier ist noch ein Kiosk, den lasse ich jetzt mal drinnen. Flutlichtanlagen haben wir hier auch. So, das Stadion ist schon mal soweit überdacht. Nein, da fehlt noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Brauchen wir ein bisschen Stahl, sagt er mir, und da haben wir ja genug von. So, da hole ich mir jetzt mal ein bisschen Stahl ab.
damit ich das Stadion noch fertig bauen kann. Oha! So, okay, gut. Ich bin ja der Meinung, ich habe gerade eine Lücke gesehen. Und diese Lücke wollen wir natürlich schließen. So. Das machen wir wie? Mit Steinen. So. Ja. Die erste Reihe habe ich schon mal. Jetzt ist die Frage, Trampo baue ich mir hier auf, damit ich auch immer schön hochkomme. Das ist natürlich wichtig. Weil jetzt kommt die zweite Reihe der Tribüne und die soll es ja in sich haben. Ah, ich war noch gar nicht fertig, stimmt. So, also ich glaube, das Stadion wird Killer. Also ich mein's ernst, ich glaube, das Stadion wird Killer. Aber das sehen wir ja gleich. 24 Minuten habe ich jetzt noch. Ja, es wird eng. Es wird eng. Genügend Material ist hier vor Ort, auf jeden Fall. Nehmen wir gleich alles mit. Oha. Da kommt es. Ein bisschen Muni. Ja, Leute, es sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus, ne? So, ich finde, wir machen noch eine zweite Reihe, dann wird es auch überdeckt. Nein, das ist natürlich, das wollen wir natürlich nicht. Meine Fresse nochmal. Auch nicht. Ich muss gleich noch Material sammeln, so wie es ausschaut. Aber die einen Längen gerade, die kriegen wir noch hin. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Dach. Guckt euch das an, Leute. Was ist das hier denn bitte schön für ein Stadion, was ich baue? Okay, das sieht doch nach was aus. Wie gesagt, Trampo habe ich extra, damit ich, ja, ich glaube, das Dach mache ich mal mit Stein, weil ich glaube, das sieht dann noch fetziger aus. Dann ist es auch was. Großen und Ganzen sieht das schon wirklich
brutal aus. Also es sieht nach einem Stadion aus. So, und das ist Fakt. So, dann hier. Das muss ja auf jeden Fall gewaltigerweise weg. Hier ist ja auch noch Stahl. Magisch. Okay. Gut. Trample. Trample, 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 trample. Ist hier vorne. So. Da müssen wir einmal hin. Ah, mit Nacken. Okay. Leute, was sagt ihr? Das sieht doch mal heftig aus, oder? Also, besser hätte man das nicht hinbekommen. So, das stimmt auch alles überein. Das ist nämlich immer das Wichtige. Dass es alles wirklich übereinstimmt. So, und ich würde sagen, ich fange an mit Dächern. Ach, wollte ich das nicht auf Stein machen? Richtig. Ich wollte das auf Stein machen. Also, erkläre ich euch auch warum, weil die Außenfassade wird definitiv mit Stein angefertigt. Davon habe ich noch genügend. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, aber das Stadion, das sieht ja mega aus. Also wirklich mega. Und damit kann man was anfangen. Wisst ihr selbst auch. Wo ist der Trampo? Ich brauche Steine. Imaginär, Digga. Wo ist der Trampo? Der Trampo, der Trampo, der Trampo ist drüben. Da ist er. Okay, Leute, das Stadion sieht so killer aus. Das da vorne muss ich noch dicht machen. Ah, komm, eine Kiste mache ich für euch auf und es ist das... Was? 60 Holz. Leute, man braucht kein Holz, wenn man Stadion baut, ne? Weil es soll ja nach was aussehen. So, okay, gut. Da war ich oder wo war ich? Ich habe jetzt schon... Okay, gut, hier war ich. Ich mache mal Dreier-Schritte, dann geht das nämlich schneller mit dem Dichtmachen. Weil ich das einfach nur nach hinten ziehen muss. Das ist echt entspannt, Alter. Wie gesagt, die Außenfassade, die muss ja auch noch was darstellen. Weil so sieht das nämlich sonst scheiße aus. Also Leute... Das ist das Stadion. Ich bitte euch, das sieht ja mal übertrieben aus. Also, Butter bei Fische, das sieht ja mal magisch aus. Mit Anzeigetafel, richtigem Stadion. Heavy, Digga, heavy. Ja, Leute, da habe ich was gerissen, doch. Da habe ich auf jeden Fall safe, ein safe was gerissen. So, okay, gut. Ich würde sagen...
Ich baue mich hier einmal hoch. Das kommt aber auf jeden noch weg. Ich baue hier eine Art Wand. Okay, wir machen das erstmal anders. Ich baue hier erstmal eine Laufrichtung rein. Oh, das wird jetzt anstrengend, ja. Ich weiß nicht, wie ich das wegmachen soll. Weil ihr seht selbst, ich muss ja auch irgendwie reinkommen. Nee, ich lass die Laufrichtung einfach da. Und ich glaube, ich mache mit Metall, mache ich das dicht. Ja, ich mache das. Ich würde sagen, ich mache es mit Metall dicht. Steine. Okay, gut. Ich muss noch mal rein ins Stadion. Da habe ich ja reichlich Steine da. Gott sei Dank. Aber es wird sehr, sehr knapp. Es wird sehr knapp. Das sieht so magisch aus, Leute. Das sieht so heavy aus. Boah, Alter. Ich liebe Stadien, wisst ihr das? Also, es gibt nichts Geileres, als so ein scheiß niebiges Stadion zu bauen. So, okay. Ich bin schon mal da. Oben lasse ich das, glaube ich, frei, weil das sieht schon heftig aus, wenn das frei ist. Weiß man ja auch vor allen Dingen, was es denn darstellen soll. Ne? So, okay, gut.
dürfen ja eigentlich kein Auto stehen, weil guckt euch das an, Leute, das sieht ja so heftig aus. Ja, hier muss ich auf jeden Fall auch noch was sneaken. Okay, gut, ich baue das jetzt mal fürs erste hier hoch. Ist ja nichts Verbotenes. Weil es müssen ja nun mal. Das Stadion soll ja optisch in eine andere Welt hineingeschickt werden. So, okay, gut. Ich habe diese Seite jetzt fertig gemacht. Das lasse ich dann da. So, aber jetzt bin ich natürlich. Muss das natürlich. Heavy, Jungs.
Heavy, Digga, heavy. Heavy, Digga, heavy. Anders sieht das aus. Würde jetzt Apo Red sagen. Anders. Das Stadion, das ist neu modernifiziert worden. Von mir persönlich. So, okay. Das ist ja alles. Ich glaube, dass ich das noch schaffe, ja. Aber ich habe es geschafft. Ich bin stolz auf mich. Ich habe keine Mumie mehr, aber das macht gar nichts. Ich mache es bewusst nicht dicht. Hängt damit zusammen, dass ich der Meinung bin, dass man ja auch reinkommen muss. Die Arbeit hier ist da. Sehr, sehr gut gemacht. Dass sie dafür sorgen, dass man halt auch ins Stadion kommt. Die Treppe, okay, gut, scheiße, Jungs. Ich muss hier eine Treppe bauen, damit ich da auch durchkomme. Ich habe jetzt auch noch 4 Minuten, das heißt, ich baue mich gleich hoch und gucke mir das Stadion an. Als allererstes gehe ich nochmal rein, versuche nochmal mein Glück, indem ich ein Tor schieße. Alter, Leute, wenn man da reingeht, ne? Man sieht so, okay, gut, Fußballtempel ist da. Der Architekt, der muss ja mega gewesen sein. Das würde man wahrscheinlich denken, weil es heute, tut mir leid, aber das Stadion, das hat schon, also ich sag mal so, das Stadion, das sieht halt schon wirklich heftig aus. Heftig, also wirklich heftig. Ich muss gleich noch mal kurz Kleinreparaturen im Stadion machen, damit ich da auch wirklich zu 100% jetzt auch zufrieden bin, weil gibt es natürlich auch Sachen, die man da noch verbessern kann. Aber tut mir leid, Junge. Tut mir leid, Leute. Ich konnte das nicht fertig machen, weil ich würde sagen, so, ich gehe jetzt noch mal rein. Hier ist alles Full Material. So. Mehr brauche ich aber auch tatsächlich an Material nicht. So, Leute. Willkommen im New Stadium of... Ja, wie wollen wir das Stadion nennen? Wir nennen das Stadion einfach das Stadion der Magic Moments. Der Magic Moments. Hier ist ein Jump Pad. Das nutze ich jetzt nochmal, um das auch nochmal von oben zu betrachten. Also wie gesagt, Leute, das ist das Stadion, zieht euch das rein. Also eine Stunde habe ich jetzt fast gebraucht, um das aufzubauen. Und ja, die Zeit verging sehr schnell. Aber den Trambo, den will ich auf jeden Fall nochmal weg haben. Weil, obwohl, Leute, scheiß aufs drauf. Ne? Ich meine, guckt euch das Ding an, ey. Ich habe Baba Maschine am Neck. Hier ist Anzeigetafel. Und ich bin der Meinung, wenn ich schon hier bin, dann sollten wir auch noch mal kurz ein Tor schießen für die Fans, für die Gemeinde. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Oh. 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 Goal. Yeah, okay. Check it out. Check, check, check. Aha, aha, aha. Yeah. Ah, yeah, yeah. Ah, okay. Schiri. Ist okay, er gibt mir sonst gleich Geld. Ihr wisst, Leute, ihr wisst. Ersatzbank ist auch am Stößel. Es geht los. Er kriegt den Ball. Er kriegt den Ball. Er kriegt den Ball. Was macht er? Er geht allein aufs Tor zu. Und... Ho, ho! Die Maschine! Die Fans, die feiern mich. Alter. Was geht hier ab? So, also,
Ich habe jetzt noch 1,5 Minuten ungefähr Zeit, das Stadion so zu besichtigen. Es ist natürlich ärgerlich, dass es hier keine unbegrenzte Zeit gibt. Das wäre natürlich sneaky, weil dann würde ich nicht nur ein Stadion bauen, sondern ich würde alle Stadien umbauen, die es da gibt, weil das soll ja auch hier mal ein bisschen Spaß machen. Ja, ich würde jetzt vorschlagen, ich gehe jetzt mal hier weg. Ich habe mir jetzt mal Dings genommen, damit ich hier auch runterjumpen kann und das habe ich überlebt. Krass. Ich will hochgehen. Leute, ich will jetzt hochgehen, damit ich dann auch gleich ungefähr mein ganzes Inventar verbrauchen kann. Mache ich doppelte Leiter, weil ansonsten lohnt sich das ja gar nicht für mich. Leute, zieht euch diesen Scheiß rein, Alter. Oha. Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank habe ich das. Naja, gut, ich wäre ja wieder regespawnt, aber es sind nur noch 5 Sekunden. Und das ist das Stadion der Mascheries. Egal. Also Leute, ich will noch mal da über sein. Ja, so sieht das Stadion aus, was ich gebaut habe. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Applaus für den besten Architekt im Fortnite. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und in diesem Sinne, haut da rein. Wir sehen uns wieder. Tschüss.